Donnerstag, 8. November 2018, 7.58 Uhr, Live-Ticker, Spielplan, Tabelle. In diesem Spiel sind sage und schreibe 3 Tore gefallen. Wie kann das sein, wenn die Großmeister des Defensivfußballs von Juventus auf ein Team des Destruktionskünstlers José Mourinho treffen? Ein 0:0 wäre das logische Resultat gewesen. Wie kann das sein? Dies ist ohnehin die Frage des Abends von Turin gewesen. Wie kann es sein, dass Manchester United diese Partie am Ende 2:1 gewinnen konnte? Und andersherum, wie konnte Juventus so ein Spiel verlieren? 85 Minuten lang beherrschte der italienische Meister die Szenerie. Dass er bis dahin nur ein einziges Tor durch Cristiano Ronaldo geschossen hatte, erschien angesichts der Dominanz zwar etwas ärgerlich, war aber auch zu vernachlässigen. Schließlich kombinierte sich Juve souverän dem 4. Sieg im 4. Gruppenspiel der Champions League entgegen. Ein 1:0 ist immer schon ein Turiner Lieblingsergebnis gewesen, und beim Gegner aus England hatte man bereits 5 Minuten nach Anpfiff das Gefühl, er könnte Stunden spielen, ohne ein Tor zu erzielen. Wieder einmal ein United minus 2:1 kurz vor Schluss, das war ein Irrtum. Sie brauchten nur 85 Minuten. Zunächst platzierte Juan Mata einen Freistoß vorm Schön ins Juve-Tor und in der 89. Minute verirrte sich eine Flanke von Ashley Young irgendwie zunächst in den Strafraum, dann in den 5-Meter-Raum und kullerte, niemand konnte anschließend genau beschreiben, wie auch noch ins Tor. Manchester United hat eine gewisse Routine darin, Champions League-Partien aus einem Rückstand kurz vor Schluss noch in einen 2:1-Sieg umzudrehen, doch diesmal waren die Red Devils noch weit unterlegen als beim legendären Endspiel 1999 gegen die Bayern, in dem ihnen dies Kunststück auch einmal gelang. Das Spiel war urplötzlich vollständig auf links gedreht. Ein Spielverlauf also wie gemalt für den bösen Mann im Trainergeschäft. José Mourinho, während des Spiels in seinem langen Mantel wie Napoleon in der Coaching-Zone auf- und abtigernd, konnte eine solche Gelegenheit nicht ungenutzt liegen lassen. Als der Schlusspfiff kam, hielt er demonstrativ die Hand ans Ohr Richtung Juve-Fans. Die Geste ist bekannt, Leute, ich höre nichts von euch. Mourinho und die Juventus-Anhänger, das hat eine Geschichte. Schließlich hat der Portugiese auf seinen Feldzügen durch Europa auch einmal in Italien Station gemacht. Inter Mailand führte er 2009 und 2010 nicht nur zur Meisterschaft, er gewann mit den Mailändern auch noch die Champions League. Das ist seitdem keinem italienischen Team mehr gelungen. Man muss genauer sagen, das ist Juventus nicht gelungen. Ich hätte das vielleicht nicht tun sollen, aber wenn ich, meine Familie und auch die Inter-Familie von den Fans beleidigt werden, dann reagiere ich ebenso, sagte Mourinho nachher, halb reuig, halb noch in seiner gängigen Angriffslaune. Viele Triumphgefühle hat Mourinho in dieser Saison noch nicht ausleben können, man darf es deswegen vielleicht auch nachsehen, die Chance zu ergreifen, wenn er sie hat. Wer weiß, wann sie wiederkommt. Schließlich ist es wahrscheinlicher, dass im weiteren Verlauf dieser Champions-League-Saison dann doch wieder sein Gegenüber Massimiliano Allegri häufiger jubeln darf als der United-Coach. Die Niederlage, so jäh sie auch über die Juve-Spieler hereinbrach, kam dabei sogar hilfreich sein. Die gute alte Regel niemals zu vergessen, dass ein Spiel erst mit dem Abpfiff endet. Die ersten 85 Minuten der Partie waren jedenfalls Anschauungsmaterial für all die, die Juventus in dieser Spielzeit in der Rolle des europäischen Titelfavoriten sehen. Als Lehrbeispiel für die Bayern, die beiden Defensivberserker Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci bestechen auch im fortgeschrittenen Alter durch ihre Übersicht, ihren Einsatzwillen und sind damit auch ein schönes Lehrbeispiel für ihren deutschen Kollegen Jerome Boateng und Mats Hummels, das Alter nicht vor Topform schützt. Für Ronaldo im Sturm gilt dies ohnehin. Der Portugiese mit all seinen Meriten kann bei Juve sogar noch einen Tick wertvoller sein als bei Real Madrid.
weil er in Turin sein bei Real gepflegtes Ich bin der König von Madrid und warum hast du mir den Ball nicht abgegeben, Gehabe ablegen muss. In Turin ist er in eine Mannschaft gekommen, in der andere seit langem das Sagen haben. Das scheint er akzeptiert zu haben. Seine Ambitionen wirken ohnehin ungebrochen. Es ist vielleicht Ronaldos größte Leistung, sich den Ehrgeiz über all die Jahre in der Weltspitze erhalten zu haben. Der Mann hat nie genug. Ronaldo ist mittlerweile 33, Chiellini 34, Bonucci 31, Mario Mandzukic 32, Sami Khedira, den gibt es ja auch noch, 31. Es ist für die älteren Juve-Herren vielleicht die letzte Chance auf den ganz großen Coup. Reif genug dafür ist das Team. Im Grunde schreibt man dies zwar in jedem Jahr über Juventus. Aber wer eine Prognose nur oft genug wiederholt, hat eben ab und an auch das Glück, dass sie irgendwann eintritt. Dieser Saison könnte das der Fall sein. Juventus Manchester United 1:2, 0:0, 1:0 Ronaldo 65. 1:1 Mata 86. 1:2 Alexandro 90. Eigentor. Juventus Szczesny, Discoglio 83. Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alexandro, Betancourt, Pjanic, Khedira 61. Matuidi, Cuadrado 90. 2. Cristiano Ronaldo, Dybala Manchester, De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Show, Herrera 79. Mata, Matic, Pogba, Lingard 79. Rashford, A. Sanchez 79. Fellaini, Martial Schiedsrichter, Ovidio Heitgan gelbe Karten, Alexandro, Dybala, Matic, Herrera, Martial Zuschauer, 40.000.